Ja, guten Tag bei diesem Blick ins Labor. Heute werden wir die Stützbatterie eines URVD oder NRVD ersetzen. Diese Stützbatterien sollten ja mindestens alle 4 bis 5 Jahre ersetzt werden. Sonst riskiert man, dass dann die Kalibrierdaten und die gespeicherten Daten verloren gehen und dann wäre dann eine Neukalibrierung notwendig und das sollte man doch tunlichst vermeiden. Wenn die Batteriespannung unter 2,8 Volt fällt, wird eine Warnung im Display angezeigt, aber ich würde mal sagen, man sollte es nicht so weit kommen lassen, weil dann ist es vielleicht schon mal zu spät. Normalerweise ist die Stützbatterie nur notwendig, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, wird die interne Spannungsversorgung für das Stützen der Daten des Daten-EPROMs genutzt. Das können wir uns zunutze machen, um die Batterie zu wechseln. Das heißt, wenn wir das Gerät unter Spannung haben, eingeschaltet ist, dann wird das EPROM die Daten durch die interne Spannungsversorgung geschützt und wir können die Batterie entfernen, ohne dass irgendetwas verloren geht. Die ersten Schritte hier sind mal die Spannung zu messen an dieser Batterie. Wenn sie 3,6 Volt ist, ist das okay. Bei 3,2 Volt wäre dringend mal Ersatz zu empfehlen. Es ist auch so, dass wenn das Datum der Batterie vielleicht über diese 5 Jahre ist, also 10 Jahre, so wie bei meinem Exemplar, das von 1998 ist, sollte man sie ersetzen, obwohl die Spannung vielleicht noch 3,6 Volt beträgt. Also das Risiko ist viel zu groß mit so einer alten Batterie. Das werde ich nun machen. Wichtig in diesem Prozedere ist, dass man einen Lötkolben benutzt, der nicht mit Erde verbunden ist. Also wir sollten keinen Kurzschluss riskieren, deshalb ist zum Beispiel ein Gaslötkolben zu empfehlen. Ich habe eine kleine Prozedur zusammengestellt und diese hinterlegt. Ich werde einen Link unter das Video stellen, damit man Schritt für Schritt verfolgen kann, wie so eine Batterie gewechselt werden muss, was für eine Batterie als Ersatz in Frage kommt und welchen Gaslötkolben ich als Hilfsmittel eingesetzt habe. Als erstes werde ich nun die Spannung überprüfen und mal schauen, wie viel Volt wir da noch auf dieser Batterie haben. Als erstes messen wir mal die Spannung, die noch verblieben ist. Vorsicht, einfach nicht irgendwelche Kurzschlüsse machen. 3,675, das wäre ja noch hervorragend. Wir haben leider ein anderes Problem, ich werde Ihnen das gerade zeigen. Wir haben zwar vorhin gesehen, dass ich noch 3,6 Volt, sogar mehr habe, aber der Hund ist anderswo begraben. Man sieht hier, ich hoffe man kann das sehen, das Datum der Batterie 0599. Also die Batterie hat jetzt gerade 20 Jahre auf dem Buckel. Also höchste Zeit, dass man da was macht, auch wenn die Spannung noch gut ist, aber das kann jederzeit, kann sie uns nicht mehr unterstützen und irgendwann geht die dann in den Himmel und wir verlieren alle Daten. Also höchste Zeit, auch wenn die Spannung noch scheinbar okay ist, die Batterie zu wechseln. Und das werden wir jetzt gemeinsam tun.